Hallo alle zusammen. Mein Name ist Aaron, ich bin, wie schon angekündigt, von der Grünen Jugend Nürnberg. Heute ist ein wirklich schlimmer Tag. Heute ist ein einschneidender Tag in Europa, in der Welt. Und dafür gibt es keine Worte zu finden. Putin hat heute Nacht beschlossen, Krieg zu führen und die Ukraine anzugreifen. Bisher hatten wir noch bis zuletzt gehofft, dass sich eine friedliche Lösung finden wird. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine hat Putin damit nun endgültig jede Hoffnung zerstört. Wir verurteilen diese völkerrechtswidrigen Handlungen aufs Äußerste. Putins Einmarsch ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine. Es ist ein Angriff auf die Friedensordnung in Europa. Es ist ein Angriff auf unser Wertesystem. Es ist ein Angriff auf unsere Freiheit und Demokratie in Europa. Wir als junge Generation haben uns nie vorstellen können, dass wir jemals wieder einen Krieg in Europa erleben. Aber es zeigt uns, Frieden, Freiheit und Demokratie sind nicht selbstverständlich. Wir müssen dafür einstehen. Wir müssen dafür jeden Tag kämpfen und klare Kante zeigen gegen all diejenigen, die unsere Demokratie, unseren Frieden und unsere Freiheit gefährden oder abschaffen wollen. Wir lassen uns diese Freiheit nicht nehmen. Vielen Dank an alle, die heute die Zeit gefunden haben, um ein Zeichen zu setzen gegen Krieg, gegen Hass und vor allem gegen Diktatoren in Europa. Dafür gibt es keinen Platz mehr. Wir haben beschlossen, uns über die Grenze hinweg die Hand zu reichen und Freundschaft zu schließen. Wir haben beschlossen, uns über die Grenze hinweg zu respektieren, statt uns gegenseitig zu demütigen. Wir haben beschlossen, über die Grenze hinweg zusammenzuarbeiten, statt gegeneinander. Und wir haben beschlossen, über die Grenze hinweg gemeinsam stark zu werden, statt uns gegenseitig zu schwächen. Und vor allem haben wir beschlossen, bei Meinungsverschiedenheiten über die Grenze hinweg miteinander zu sprechen, statt Krieg zu führen. Wir wollen nicht zurück in die Diktatur. Wir haben so viele Jahrzehnte gelebt, gekämpft und wir machen uns auf dem Weg langsam, aber wir lernen endlich mal unabhängig zu leben, einfach unsere Demokratie, Freiheit aufzubauen. Das ist echt schwierig für mich, und aber natürlich für meinen Vater und speziell für die Leute dort, die nicht wissen, wie was in der nächsten Stunde passiert. Für Kiew ist jetzt gerade in diesen Sekunden einfach schwer unter Beschuss. Ich telefoniere jede Stunde mit meiner Mama und ich weiß nicht, ob ich jemals noch ihre Stimme hören werde. In dieser Nacht wird Kiew gestürmt. Alle Kiewer Mitbürger müssen diese Nacht im Keller verbringen. Alle Männer, die kämpfen wollen, werden auf den Straßen mit einfach nackten Händen versuchen, ihre Frauen, ihre Kinder zu verteidigen, ihr Land zu verteidigen. Und ich als Musikerin, Ich weiß nicht, ich würde mich auf höchstem Turm der Welt stellen und einfach in ganzer Welt schreien, das darf nicht passieren. Wir sind nicht im Mittelalter. Das kann nicht sein. Mein Heimstadt ist eingegriffen, ist bombardiert und ich fühle mich so hilflos, und das Einzige, was ich tun kann, ist, hierher zu kommen, meine Solidarität zu zeigen und zu beten. In diesen schweren Stunden müssen alle Demokraten zusammenhalten. Wir alle müssen jetzt zusammenstehen und deutlich machen, wir werden immer für Frieden, für Freiheit, ja für unsere Demokratie einstehen. Wir stehen näher zusammen. Wir stehen unseren europäischen Freunden bei. Unsere Solidarität gilt der Ukraine, einem freien
unabhängigen Staat, das für sich selbst entscheiden kann. Aus diesem Grund fordern wir, dass Russland sich aus der Ukraine zurückzieht und sich wieder auf den Weg der Diplomatie und des Friedens begibt. Denn nur so, respektvoll, Hand in Hand, können sinnvolle und nachhaltige Lösungen entwickelt werden. Aktuelle Zahlen fehlen noch, aber bereits bis gestern forderte dieser Krieg in den letzten 8 Jahren 13.000 Todesopfer. Wir fordern also die russische Regierung dazu auf, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen und eine diplomatische Friedenspolitik voranzutreiben. Wir fordern den sofortigen Truppenabzug aus der Ukraine und das Einstellen jedweder kriegerischer Handlungen. Die Europäische Union, die NATO und die ganze Weltgemeinschaft, jeden Demokraten, Putin mit den schlimmsten Sanktionen zu belegen, die es jemals gegeben hat. Von der deutschen Regierung erwarten wir, dass sie die Friedensbemühungen intensivieren und deeskalativ wirken. Außerdem erwarten wir die schnelle und unbürokratische Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Wir fordern Solidarität statt Egoismus und Diplomatie statt Provokation. Schon die letzten Tage haben gezeigt, Putin ist bereit, das Völkerrecht zu brechen. Putin ist bereit, Menschenleben zu gefährden, Menschen umzubringen für sein eigenes Interesse. Und deswegen haben unsere Jusos und die Jugendorganisation der anderen Parteien eine Demonstration organisiert. Und leider haben uns die Ereignisse überrollt heute Morgen, sodass wir gesagt haben, alle von der CSU über die SPD, über die Grünen und die Linken und die FDP, wir müssen alle heute mit allen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam hier stehen. Und ich bin sehr glücklich, dass 3000 Menschen unserem Aufruf gefolgt sind. 3000 Menschen ist ein starkes Zeichen in der Stadt des Friedens und der Menschenrechte.